Die Gewohnheiten kommen so zurück. Man ist schon ein bisschen angespannt, klar. Heute ist das große Finale der Felix Groß Vereins Challenge, die wir im Podcast Einfach mal Luppen mit Toni und Felix Groß gemacht haben. Darin haben sich 17 Vereine beworben, dass Felix bei ihnen als Amateur aufläuft. Und gewonnen hat damals die FSV Fortuna Pankow. Wir erwarten Zuschauer zwischen 800 bis 1500, sage ich mal. Und es findet ein rundum Rahmenprogramm statt, angefangen von der Hüpfburg über einen Stand, wo es Merchandise-Sachen gibt. Das Originaltrikot, was wir heute extra anfertigen lassen haben, ist erwerbbar mit der Unterschrift nachher von Felix Groß. Die Autogrammstunde wird dann nach dem Spiel stattfinden. Letzte Woche Dienstag war ganz normales Training. Plötzlich stand aber Felix da. Ich wusste nichts davon. Ich habe das 15 Minuten vorher erfahren. Der Präsident hat mir das gesagt, dass wir ja einen besonderen Gast haben. Ich erwarte von ihm einfach eine super Spielübersicht, auch einen gewissen Ehrgeiz. Ich hoffe, dass er ihn auch mitbringt und genauso sehr gewinnen will wie wir. Ja, und dass er dann einfach mit seiner Erfahrung, mit seiner Technik einfach wichtig für uns wird. Also auch vorne Chancen kreiert, trotzdem hinten mitarbeitet, mitverteidigt. Das erwarte ich mir von ihm. Ich bin selbst gespannt, wie fit ich bin. Es wird sich zeigen. So ein Fußballspiel kann man vorher nicht groß simulieren. Ich war die letzten drei Wochen gut unterwegs. Laufen, Fahrradfahren, Krafttraining, habe alles gemacht, um zumindest einigermaßen vorbereitet zu sein. Ja, wenn ich jetzt schon vor dem Spiel sehe, was hier los ist, wie viele Leute gekommen sind, ist das schon auf jeden Fall sehr gelungen. Und wenn wir das Spiel jetzt gewinnen und ich einigermaßen ordentlich spiele, dann bin ich sehr zufrieden. Sportlich gesehen, wir haben verloren. Ja, 0-3, ja. Schade, dass wir kein Tor geschossen haben. Ich glaube, der Genickbruch war gewesen, dass wir in den ersten drei Minuten zwei Tore kassiert haben. Da waren unsere Jungs noch nicht so richtig auf dem Platz. Kamen wahrscheinlich mit der Atmosphäre noch nicht so klar. Der eine oder andere war vielleicht schon ein bisschen zu sehr nervös als sonst. Ansonsten kann man sagen, Wahnsinn. Ja, ich habe so den Jungs gesagt, die sollen auch nichts Besonderes machen. Ich will auch nur ein Teil von ihnen sein. Der Elfmeterschütze hat mir angeboten, die Elfmeter zu schießen. Habe ich gesagt, kannst du machen. Ich will nur die Freischüsse schießen und deswegen, ich will da nichts Großes durcheinander bringen. Felix hat sehr defensiv gespielt, hat ein gutes Auge gehabt, hat die Bälle schön verteilt, hat Ruhe ins Spiel gebracht. Meinte auch einmal zu mir, als ich dann von weit weg hektisch aufs Tor geschossen habe, meinte er, ruhig, wir haben noch Zeit. Ja, hat das Spiel ein bisschen beruhigt mit seiner Erfahrung natürlich, ja. Wenn man jetzt rein auf das, was auf dem Platz lief, kann man jetzt nicht zu 100% zufrieden sein. Weiß jetzt nicht, wie die Erwartung war. Ich selbst habe vielleicht auch ein bisschen mehr von mir erwartet, aber wenn man ein Jahr nicht gespielt hat und vielleicht noch nicht ganz diese Fitness und Spielpraxis hat, dann war es vielleicht nicht ganz so gut, aber im Endeffekt hat es trotzdem Spaß gemacht und da stand er auch im Vordergrund. Ja, das Schönste war für mich eigentlich zu sehen, wie die Leute sich gefreut haben, hier auch den Tag zu bestreiten, das Ganze drumherum. Auch die Dankbarkeit zu sehen und mir hat selbst großen Spaß gemacht. Das Wetter war gut, die Atmosphäre war richtig gut, auch trotz des Ergebnisses während des Spiels. Und deswegen war es, denke ich, ein gelungener Tag. Und ja, so. Dankbarkeit und auch zu sehen, dass so viele Leute dann auch kommen, war einfach schön zu sehen. Felix und Toni war das wichtig und fanden die super von Anfang an der Idee, dass man gerade auch in Zeiten von Corona die Aufmerksamkeit halt auf den Amateurfußball lenkt. Denn zu der Zeit war es gerade die Zeit, als eigentlich kaum Spiele mehr möglich waren, als auch teilweise Training nicht möglich war und wo wir darauf hinweisen wollten, was für eine wichtige Rolle der Amateurfußball halt spielt. Mit unglaublich vielen Ehrenamtlichen und dieses Engagement ist wichtig. Ja, grundsätzlich kommen wir alle daher. Ja, jeder hat in seinem Verein, wo er aufgewachsen ist, gespielt auf Amateurbasis und wir alle haben unsere Wurzeln da. Und deswegen ist immer diese Verbindung einfach da und auch eine Dankbarkeit da, seine ersten Schritte gemacht zu haben. Und denke, da sollten wir uns immer mal wieder dran zurückerinnern, gerade die Profis auch und da auch versuchen, was zurückzugeben. Das haben wir hoffentlich heute auch mit der ganzen Challenge über die letzten Monate, aber auch heute dann
mit dem Highlight geschafft. Und ja, Fortuna ist nicht umsonst geworden. Es ist ein besonderer Verein, hier herrscht eine besondere Atmosphäre, besondere Stimmung. Man hat es auch heute gesehen, auch wenn du 2-0 nach 5 Minuten zurückliegst, dann ist hier trotzdem positive Stimmung. Und ja, es war ja auch klar, dass es nur ein besonderer Verein schaffen kann, auch diese Challenge zu gewinnen. Wir sind Fortuna! Das ist die Basis. Ich hoffe, wir konnten ein paar Herzen erfreuen und ein paar Herzen sagen, ja, geil, ich gehe mal wieder zum Amateursport hin.